Bam! Jäger und Gejagter! Let's do it! Wir sind übrigens immer noch im Part 1, ja? Ich bedenke das mal. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wichsen Club durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund. Bin ich ja richtig schlecht. Also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile Chicagos Police am Hals, Chicagos Agency am Hals und sogar die Gangster von Chicago haben wir am Hals, ey. Oh, das ist unmöglich. Und wir haben total blöde Waffen. Aber wenigstens haben wir unsere Klavierseite wieder. Mit Stil. Hey, da liegt ein Penner. Hi, Penner. Ist mir egal, ob du da bist oder nicht. Du interessierst mich in Scheiß. So, was gibt's denn hier? Ist hier... Oh, da steht schon mal was. Das will ich haben. Gib das her. Ein Metallrohr. Sichtbar bewaffnet. Ja, okay, gut, gut. Ich leg die Waffe schon weg. So, was ist hier hinten? Hier hinten ist irgendwas. Alles klar hier. What? Oh Gott, was geht denn jetzt los? Oh, Polizei schon wieder. Was soll denn das? Guck weg. Ja genau, guck weg. So ist richtig. Tja, hast du nicht gesehen, wa? Blöder Idiot. Du hast suspendiert. Oi. Ich mag es nicht, von wirklich allen gejagt zu werden. Was ist mit dir los? Ich hab dir doch gesagt, dass wir irgendwas mit dir schwingen. Diese Katze fault hier schon eine Weile vor sich. Ach, scheiß drauf. Ist ja ekelhaft. Ja, ich weiß, dich interessiert immer nur ein Scheiß. Was ist denn das hier? Ein Boiler? Können wir den anmachen oder so ähnlich? Nee, können wir nicht. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich glaube hier, da hinten muss ich irgendwo hin. Wo bin ich überhaupt hier reingegangen? Oh, ein explosives Fass. Oh, hier kann ich lang gehen. Das finde ich schon mal gut. Ja, hier muss ich hoch. Oh Gott, ich muss... Oh, nee, jetzt dein Ernst? Ja, komm, rein da. Wir gehen durch den Lüftungsschacht. Ist mir um einiges sicherer. Das finde ich echt ein cooles Feature, dass sie das gemacht haben. Dass es hier Lüftungsschächte gibt. Da war gerade Licht, also ist hier irgendwo einer. Aber ich sehe absolut nichts. Ist hier jemand? Nee, ich glaube nicht. Komm raus, hopp. So, bin ich denn jetzt wenigstens irgendwie ein bisschen... Oh Gott! Das soll jetzt ein besserer Weg gewesen sein? Ich glaub's ja nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, nach oben ziehen. Ich bin mir nicht sicher. Hey, haben Sie in den letzten paar Stunden einen glatzköpfigen weißen mittleren Alters gesehen? Klar. Wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Entschuldigen Sie bitte. Hallo, ist jemand zu Hause? Welcher Baum? Nicht gute Frucht, nicht gute Frucht. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen durchgeknallt. Oh Gott. Hören Sie, Sir. Reverend, richtig? Parson. Okay. Wir sind nur hier, um Sie zu beschützen, verstehen Sie? Sie haben keine Probleme, wir wollen nur... Dieser Mann, er ist äußerst gefährlich. Ich finde den Typ genial. Ich muss nach da. Was ist denn das da? Ein Benzinkanister. Ich habe leider nichts zum Werfen. Ich weiß nicht, ob die von alleine abhauen. Wahrscheinlich wird er nicht. Hallo, der ist total geistesgestört. Er ist einfach... Naja, ein bisschen verrückt. Ja, nein, wirklich? Nein, nein. You don't say. Oh, hier komme ich ja noch hoch. Ich glaube, hier will ich lieber lang. Oh, hier, den nehme ich mal noch mit. Ach, hier komme ich ja doch nicht hoch. Verdammt. Ich dachte, hier würde ich hochkommen. Ist aber doch nicht der Fall. Sind die jetzt weggegangen? Ah ja, doch, die sind jetzt abgehauen.
Ja, ihr sucht einen verrückten Fanatiker. Oh, der Typ, der sieht mich nicht. Der kehrt mir die ganze Zeit den Rücken zu. Da kommt gleich einer an. Oh Gott. Da hinten steht aber noch einer um die Ecke. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie krieg ich das hin? Was ist überhaupt unser Ziel? Nur mal, damit ich das weiß. Einsatzziele. Zeit, alles wieder in den Griff zu kriegen. Birdy sagt, dass der Stripclub-Besitzer Dom Osment Blake Dexters Informant ist. Er hat den Waffenhändler auf Victorias Spur gebracht. Ich werde ihn aus dem Spiel nehmen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Persönliche Anmerkung. Birdy hat mir diese Information nicht gegeben, weil er ein gutes Herz hat. Er würde durch Osments Tod viel gewinnen. Dieses Bündnis ist sehr zerbrechlich. Ich muss vorsichtig sein. Oh ja, da muss ich echt vorsichtig sein. Ich darf zum Beispiel wahrscheinlich nicht irgendwie auffällig sein dadurch. Oh! Ja, komm hierher, komm hierher. Komm hierher. Komm her. Du sollst herkommen, habe ich gesagt. Komm her! Komm, komm, komm. Ich brauch dich mal. Tut mir leid, ey. Kann ich doch nichts dafür, dass ich den jetzt... Ich kann den noch nicht... Ich dachte wenigstens, ich kann mich als er anziehen. Aber selbst das kann ich nicht mal. Ist doch kacke. Das bringt mir ja gar nichts. Oh, blöd. Okay. Hi. So gefällt mir das. Ja, ja. Oh. Bringen Sie in die Stadt. Ihr seid jetzt zu zweit. Halt die Gusche. Sie müssen das nicht tun. Ich weiß. Aber ich tu's gerne. Uah. Habt ihr sie noch alle? Geh weg. Junge. Oh Mann, ey. Ihr seid doch alle kacke. Ach komm, er schießt mich. Das bringt so nix. Das bringt so absolut nichts. Hey, aber wenigstens, ich bin fast da. Aber nee, das bringt so nix. Das will ich so nicht. Das sind viel zu viele Minuspunkte. Ich war gerade noch auf Null. Und dann plötzlich bam, 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 bam. Das kann ich so nicht hinnehmen. Im Ernst. Das geht einfach so nicht. Das finde ich richtig blöd. Ich will mal hier ein bisschen vorankommen. Vielleicht kann ich mich doch hier als dieser Stadtstreicher anziehen. Dass ich dem am Anfang hier eine rüberhaue. Alles klar. Wo ist denn der hin? Wo ist denn dieser komische Stadtstreicher? Toll. Ach, der sitzt da. Ich will mal noch mit der Stadtstreicher sein. Der Stadtstreicher. Komm. Tschüss. Hast nicht geguckt, Idiot. So, komm. Zum Stadtstreicher nochmal. Wo sitzt der? Irgendwo hier in der Ecke muss der doch sein. Ah, Metall. Metallrohr! So, warte mal, hier war es ja auch noch was am Anfang gewesen. Ist das dieser Schrank hier? Nee. Ist noch was ganz anderes, was hier markiert ist. Was ist hier markiert? Hm? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn hierher gekommen? Das war, glaube ich, mein Startpunkt, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade total unsicher. Naja, okay, gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall dieses Eisenrohr. Damit ziehe ich jetzt diesen Straßenpenner hier mal eine über. Straßenpenner, hallo. Gegen Flasche, hey. Hi. Hallo. Na? Hallo. Hallo. Bam. Der kann ich mich auch nicht anziehen. Was soll denn das? Nee, dann lohnt sich das Ganze auch nicht. Kann nochmal Level neu starten. Ja. Ich dachte wenigstens, ich könnte mich so als Straßenpenner so durch die Straße dann schleichen, aber nee. Dann ist das auch total unnütz. Los geht's. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wixen Club durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund.
Vielleicht muss ich ja einen von denen hier ausschalten. Es geht nicht anders. Hä? Hä? Ach, ja, das ist nicht mein Stil, du hast recht. Mein Stil ist eigentlich total aus dem Versteck zu kommen und dann zu töten. Mann, nee. Was war das denn gerade? Da wollte ich gar nicht so weit vor, aber... Oh ja, gut. So können wir natürlich auch die Zeit rumkriegen, indem wir immer wieder das Level neu starten und neu starten. Dieselbe Verkleidung mehrfach anzulegen, ändert nichts daran, wie die Welt sie wahrnimmt. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Das ist mir durchaus schon aufgefallen. Ich frag mich, wenn man den Code vom Hitman, den er hier hinten hat, den er jetzt mittlerweile nicht mehr so doll hat, einscannen würde auf so ein Band, ob man dann irgendeinen Zahlencode und irgendeine Ware dazu rauskriegen würde. Das wäre doch mal interessant. Falls das funktioniert, man kann das ja mit seinem Smartphone gerne mal ausprobieren, so piet, was dann dabei rauskommt, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas Sinnvolles rauskommt. Hallo? Spiel, lade mal ein bisschen schneller. Wir sehen uns gleich wieder. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wixen Club durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund. Müssen eine Million Ratten sein, die hier überall rumrennen. Das kommt von dem verfluchten Müll, der hier rumliegt. So, jetzt hole ich mir doch endlich mal den Arsch. Und guck mal, was das Schönes bringt. Fault hier schon eine Weile vor sich hin. Ach, scheiß drauf. Verschwinden wir, bevor der Gestank in die Kleidung zieht. Klar. Die Zentrale soll dir bitte den Herrn Scheiß interessieren. Ja, ja. Dich interessiert dieser Scheiß nicht. Ist mir schon klar. So, jetzt einen von euch beiden knall ich mir jetzt. Einer von euch beiden wird dran glauben. Oh, ich war ein bisschen laut. Nee, nee. Keine Sorge. Da will er hin. Ich wollte euch nur erstmal voneinander trennen. So, jetzt habe ich euch schon mal voneinander getrennt. Und getötet. Und der andere guckt so schön. Weil er's kann. Auf den alten Mann. Wo ist der denn jetzt? Ach, da hinten. Nee, hä? Wo ist denn der hin? Ach, der geht immer weiter nach hinten. Okay. Schön, dass ich euch trennen konnte. Kann ich jetzt endlich mal in dieser blöden Kiste sein? Irgendwo war doch hier diese Truhe. Ah, hier war die Truhe. Also schmeißen wir den jetzt mal in die Truhe rein. Der Typ muss das jetzt nicht unbedingt mal sehen. Ah! Ach, Typ! Mag sein, dass sie sich ergeben, aber ich traue ihnen nicht über den Weg. Du hast recht, du wirst gleich sterben. Typ, du bist besoffen. Ich weiß. So, deine Leiche kommt jetzt auch noch hier rein. Meine Güte. Ich wollte eigentlich nur einen von euch beiden haben. Aber gut, wenn ihr denn meint. So, der ist voll und wir verkleiden uns noch. Und der Penner da hat eh nichts gesehen. Hö, danke, ich nehme mal noch eine Flasche von euch mit. Das war jetzt eigentlich viel zu kompliziert. Das kann nicht richtig gewesen sein. Ich behaupte mal, dass das falsch war. Warte mal, war hier nicht irgendwo gerade einer? Na egal. Flasche verstecken wir mal. So ein Fass würde ich gerne mal in die Luft jagen. So, hier können wir durchgehen.
Da hoch will ich jetzt ja eigentlich nicht. Obwohl ich weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoller wäre jetzt. Da ich Polizist bin, ich mich da durchwagen kann. Warte mal, was will er mir denn hier sagen? Steuerungstechnisch. Komm. Sag mal. Durch den Tunnel bei Roxy's, wie Birdie es beschrieben hat. So, wir schleichen uns mal hier an den Autos vorbei. Oh, 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 oh. Gott! Was ist hier eigentlich los? Kann ich den hier rüberziehen? Angriff! Komm hierher! Ja, stell ihn ruhig, stell ihn ruhig, stell ihn ruhig! Nein, nur ruhig stellen, nicht Genick brechen. Ich finde ruhig stellen um einiges besser. Als töten. So, das nenne ich doch mal ein richtig gut gelungener Zug. Hui! Das war jetzt aber nicht so gewollt. Hey! Nicht hier stehen bleiben. Hey, Tauben! Seid mal ruhig! Sag mal, habt ihr sie noch alle? So, und jetzt gehen wir hier einfach mal so lang. Können uns hier runterschwingen. Und dann haben wir es doch fast schon geschafft. Und das gerade mal mit, sagen wir mal, naja, ein paar Minuspunkten. Weniger Punkte, als ich dachte. Gut, haben wir das mal schon mal geschafft. Jetzt rein da mit uns. Oh mein Gott, Igittikit. Was ist das denn hier? Ist ja voll eklig. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Was hat der denn alles in seinem Gerümpel hier drin? Hallo, hier ist die Polizei. Polizei will man wahrscheinlich hier nicht unbedingt haben. Ist hier jemand? Ah, noch mehr Polizei. Polizei ohne Ende, ey. Ja. Komm ich denn hier rein? Oh, hier ist eine Flasche neben mir. So. Werf die mal dahin. Bam. Ich nehme mal noch eine Flasche mit. Nur für den Fall der Fälle. Woher kam dieses Geräusch? Wow, 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 wow. Von da hinten, ja genau, von da. Geh mal da lang. Damit bin ich den Polizisten schon mal losgeworden. Nur noch die Frage, wie ich die beiden da loswerde. Die sind nämlich kacke. Ich würde hier gerne ja mal runterkommen. Aber doch, hier ist Kante. Ah. Los nach oben. Komm, 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 komm. Komm, so ist das richtig. Oh, hier kann ich sogar ins Fenster, durchs Fenster klettern. Los rein mit dir. Ich glaube, wir sind eingedrungen. Oh, ein Beweis. Dann habe ich endlich mal einen Beweis gefunden. Yay. Oh, eine Schlüsselkarte auch noch. Nimm die auch mal mit. Yay. Oh, noch Waffen. Waffen. Was ist hier? Mit Schalldämpfer. Oh, Waffe. Komm, gib her. Endlich. Endlich mal wieder eine schallgedämpfte Waffe. Hab ich so lange gesucht. Okay, haben wir vielleicht hier noch... Was ist das hier? Ach so, nur die alte Waffe. Die will ich ja nicht mehr haben. Die finde ich nicht so doll. Da können wir noch rein? Naja, gut. Dann geht's jetzt mal weiter. Ab hier lang. Oh Gott, diese Bilder. Bäh. Völlig pervers. Naja, okay. Geht. Wollen wir hier schon hin? Nee. Oh, hier ist eine Frau. Wie sind Sie denn drauf? Wenn Sie Titten sehen wollen, müssen Sie bezahlen. Oh, kommen Sie schon, Mann. Oh Gott. Wie komme ich denn hier durch? Bitte, ist Hank da? Geht's hier irgendwo? Oh, da ist ein Lüftungsschacht. Ich kenne keinen Scheiß, Hank, okay? Aber ich habe eine bessere Idee. Scheren Sie sich zum Teufel und kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Und jetzt verschwinden Sie. Okay, schon gut. Aber können Sie mir einen Gefallen tun? Nein. Würden Sie Amber was von mir ausrichten? Ja, mach mal. Na klar, Amber.
Hey, muss ich es Ihnen erst aufschreiben oder was? Sie sollen sich verpissen! Ja. Okay, okay. Dann gehe ich eben heim zu meiner Frau. Ja, ist doch besser für dich so. So, wie komme ich denn jetzt hier am besten? Oh. Gut. Ich muss, glaube ich, eh hier lang. Also schleichen wir mal weiter. Kommt da gerade jemand? Nee. Ich komme hier gar nicht. So komme ich hier nicht lang. Komm. Geh. Denken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsenclub sind. Dom ist gerne da, wo die Action ist. Ja, na klar. Krieg ich schon hin.